Ja Leute, weiter geht's mit Super Mario 3D World. Es ist immer noch Welt 5, die mich hier erwartet, weil die einfach so viele Level hat. Und deswegen, machen wir direkt weiter mit Level 5 der fünften Welt. Welt 5-5, Bob Oms im Keller. Ich verstehe, die gehen also zum Lachen in den Keller. Na dann. Let's go! Auf jeden Fall muss ich hier aufpassen, ja, weil die ziemlich schnell explodieren. Das hat Bob Oms also an sich, so. Oder man nimmt sie und wirft sie und dann... Kabum! Ah, okay, hier ist es vielleicht besser, wenn man Wasch bei Mario ist. Ja, für Notfall hätte ich ja die Katzenglocke eh immer noch im Inventar. So, oh, fies. Ah, okay, hier kommen ständig neue Bob Oms raus. So, ich glaube, die brauche ich auch hier für die Blöcke da. Und... Kabum, genau. Alter, die explodierende Folge davon. Aha, ich habe mal den ersten Grünstein gefunden. Sehr fein. So, hier drüben ist eh nichts. Nö. Und oh, habt ihr da unten? Seht mal, da unten. Habt ihr denn gerade gesehen, da ist wieder so ein 8-Bit-Luigi langgelaufen. Aber die kann man ja, glaube ich, gar nicht einsammeln. Die sieht man einfach nur, was ich weiß. Alter, oh, Extra-Leben. Extra-Leben. Haben will. Haben will. Haben will. Dankeschön. Okay, und oh, einfach mal ein grünes Häschen. Ha, lol, na das wird's echt easy. So, Vorsicht. Und aha! Moment, zack! Boom! Da haben wir gleich mal ein kleines Geheimnis, denn hier ist der Stempel dahinter verborgen. Sehr fein. So kann man es natürlich auch machen. Einfach mit dem Tanuki-Schwänzchen aktivieren. So, ist hier was? Ja, ich kann nämlich sogar eben am Gamepad hier die Lampe antippen, aber... Oh! Ah, Moment! Hier muss ich unbedingt rüber, weil... Ja gut, also ich kann auch sicher anders, aber... Zack! Ah, das ist ja mal sowas hier, genau! Hier muss ich eine riesige Version von 8-Bit Mario umfärben, also so, dass die Farben halt stimmen und da kann ich mir die Bob-Oms auch zunutze machen. Finde ich aber richtig cool. Beziehungsweise die Powerblöcke helfen mir ja auch ein bisschen. So, Moment. Ich weiß gar nicht, ob man sich hier irgendwie beeilen musste oder ob das eh egal war. Weil die Musik halt immer schneller wird. Ha, geschafft! Ja, sieht das nicht geil aus? Ey, vor allem, das muss ich jetzt mal erzählen, es gibt später noch einen Level. Da gibt es auch eine 8-Bit-Figur, die man hier halt umfärben muss, aber das ist keine Mario-Figur. Also, es ist nicht aus Mario-Universum, trotzdem einfach nur hammergeil. Ich weiß aber jetzt nicht mehr auswendig, in welchem Level das genau war. Irgendwann später jedenfalls kommt das dann und das ist dann richtig geil. Nee, ich will nicht nochmal so ein Blatt, ich möchte lieber meine Katzenglocke behalten. Vorsicht. So, warte mal, wie war das denn hier nochmal? So. Und jetzt rennen! Aha, okay, das war einfach mal nur so just for fun. Ich habe eh schon alles. Und dann bomben wir den ganzen Scheiß weg. Moment. So, und jetzt ganz lässig. Tada! Goldflagge. Oh yes! Und der Bob-Oms-Stempel. Na, wenn das nicht Sinn macht, weiß ich auch nicht.
Und hier unten ist endlich mal das kleine Häuschen, wo ich noch einen Stempel bekomme, na dann. Alter, noch zwei Level, bevor das Schloss kommt. Aber das müsste ich in dem Part auf jeden Fall noch schaffen. So, was haben wir denn jetzt hier drüben? Hüpfparcours durchs Schlemmerland. Na, klingt ja ziemlich lecker. Let's go. Oh ja, genau. Der Level war ja im wahrsten Sinne des Wortes lecker. Ja, und seht mal, das sind wieder diese altbekannten Plattformen aus Super Mario Galaxy 2. Wenn ich springe, dann klappen die sich um von Rot auf Blau und von Blau auf Rot. Das muss ich manchmal halt auch wirklich so ausnutzen, dass ich dahin komme, wo ich hin will, beziehungsweise wird, glaube ich, irgendwo hier im Grünstern sein. Und oh, so. Feuer. So, wie war denn das nochmal? Ja, seht mal, seht ihr, Der Grünstein ist jetzt nur zu bekommen, wenn die blauen Platten da sind. Das heißt, das ist eigentlich eh ganz einfach. Springen und wieder springen. Alright, so. Ersten Grünstein habe ich schon mal. So, warum ist hier in der Mitte so ein komisches Ding? Na egal, hätte er lauter Kekse und Zuckerguss und alles. Da kriegt man ja richtig Appetit. So, ach so, ja genau. Hier. Oh, Vorsicht! Oh, shit! Das war jetzt nicht so gut. Dann bin ich halt wieder wasch bei Mario. Das war dumm. Das war so richtig dumm. So richtig, richtig dumm. So, ich hoffe nur, dass jetzt hier unten nicht irgendwie nichts versteckt war. Nö. Okay, na gut. War ich mir jetzt nämlich nicht mehr sicher. Oh, zwischengespeichert? Oh oh. Ey, die kommen ja auch bekannt vor. Diese fiesen Laserringe. Und Moment. Zack. Ab in die Röhre. Wie war das nochmal? Ach ja, genau. So, und jetzt Achtung. Tada! Exzellent. Das habe ich aber irgendwie in irgendeinem... Ja gut, ich sehe, da ist ein unsichtbarer Block, aber das traue ich mir jetzt gerade nicht. Und oh, fies. Grüne Münzen einsammeln und das bei sowas? Och nö. Das kann jetzt ein bisschen kacke werden. Verkackt. Und, oh. Ey, Moment mal. Wo gibt's denn hier eine... Moment mal. Wenn ich schon nicht den Grünstein kriege, hier den... Okay, gut, ich verrecke. Ich verrecke gerade. Wollte ich jetzt gerade nicht, aber es ist passiert. Hier muss es also irgendwo eine Doppelkirsche geben, ha? Huh? Ah, vielleicht eben bei dem unsichtbaren Block, ha? Huh? Kann ja sein. Ist das wieder mal dumm? Das kann passieren, Mann. Es ist nicht so schlimm. So, ja, hier. Sehr gut. It's me! Muss ich das hier leider nochmal machen. So, das war jetzt eh nicht so schwer. Genau. So, also mindestens zu zweit sein, um den... Na super, und was ist, wenn ich jetzt... Was ist jetzt hier? Ah, toll! Toll! Ey, du bist doch ein Arsch! Okay, ich bring mich nochmal um. Trottel. Du bist scheiße. Nö, das sehe ich jetzt nicht ein. Dann mache ich das anders. Dann hole ich mir die... die Doppelkirsche erst später.
kann ja hier eh nochmal zurückgehen. Haust du mal ab, du blödes Vieh. So. Ey, sorry, das sehe ich jetzt nicht ein. Ich will nicht immer den ganzen blöden Level x-mal nochmal machen müssen. Es wurde eh zwischengespeichert. So. Also, ich probiere das jetzt erst einmal, dass ich hier endlich alle grünen Münzen erwische, weil sonst werde ich sauer. Und ja! Doch noch geschafft. Danke. So, und jetzt muss ich halt aufpassen, dass ich nochmal... Kann man diese Scheißdinger nicht irgendwie kaputt machen? Nee, nicht wirklich. Man kann... Ja gut, wenn man wirklich draufsteht, dann... kann man sie kurz stoppen. Da muss ich jetzt echt aufpassen. So. Aber ist das mal wieder blöd, aber... Ach so. Ich habe schon wieder den Trick vergessen, den ich hätte machen können. Ihr wisst schon, einfach einen zweiten Spieler über das Wii Gamepad rausholen. Aber egal, ich probiere es jetzt mal auf die normale Weise, so wie es eigentlich vom Spiel gedacht war. So, kein Problem. Alles kein Problem. Tada! So, jetzt habe ich aber alles und jetzt will ich nur noch mehr ins Ziel. Wenn möglich, bitte mit Goldflagge. Das ist mir jetzt auch egal, ob wir das jetzt zu zweit oder zu dritt schaffen. Oder alleine. Na bitte. Geht doch, man muss nur richtig wollen. Und sich nicht immer so blöd anstellen, wie ich das mache. Oh, Peach mit dem Blumenstrauß oder wie, hm? Nicht schlecht. So, wieder ein Level geschafft. Also bisher habe ich ja für die fünfte Welt am längsten gebraucht, ne? Aber die hat ja auch ziemlich viele Level, ist ziemlich groß. So, und jetzt fehlt nur noch mal ein Level, bevor das Schloss kommt, der da heißt... Schleichgang unter Scheinwerfern. Der Level war fies. Der war richtig fies. Der heißt nicht umsonst Schleichgang unter Scheinwerfern. Aber ihr werdet ja gleich selber sehen, warum der so heißt, wie er heißt. Denn hier gibt es, ihr seht es schon, Suchscheinwerfer. Und wenn die mich sehen, dann schießen die Kugelwilli-Kanonen auf mich. Und das wäre natürlich nicht gerade gut. Seht ihr? Also quasi so lange, wie ich im Licht drin bin, wird auf mich geschossen. Da muss ich halt aufpassen, dass mir das nicht zu oft passiert. Und oh. So. Brauche ich hier dieses komische Ding sogar? Oh ja, brauche ich. Puh, da muss ich jetzt echt aufpassen. So, Moment, geht zurück. Rennen! Und, Vorsicht. Nein! Hilfe! Nein! Achso, der Typ ist eh wieder. Na gut. Stell dir vor, die hätten das alles zerstört. So, wo brauche ich das überhaupt? Hier drüben? Da muss ich mir das echt ganz, ganz lange mitnehmen. Ich habe jetzt gerade echt keine Ahnung mehr. Achso, ja, doch. Wegen dem Grünstein hier. So, hepp. Und das war der erste. Super. Ja, ich nehme es mir lieber wieder mit. Vielleicht brauche ich das hier weiter hinten dann nochmal. Aber gut, es gibt hier eh immer wieder diese Typis. Alter, geht's noch? Ja, es lässt sich halt leider nicht immer vermeiden, dass man hier gesehen wird. So, zwischengespeichert. Nicht, dass ich hier wieder irgendwas übersehe. Das wäre echt doof. Aha, okay. Stempel dürfte jetzt ganz einfach sein. So ziemlich. Ah, Vorsicht. Haust du mal ab, du dummes Ding? Doch kaputt gemacht. Naja, komm, schießt auf mich hier, Idioten. Ist jetzt auch egal. Hey, Moment. Ah, okay, Moment.
Man möge bitte kurz auf mich ballern, weil... Ah, danke schön. Okay, gut, dann muss ich das Ding jetzt eh hier lassen. Ist gut und... Oh. Wow, da muss man echt schnell sein, bevor die alles kaputt machen. So. Ein roter Ring. Rote Münzen. Okay, ich bekomme noch ein Blatt. Das Ding nehme ich mir lieber mit. Das Trampolin. So, er muss es doch jetzt irgendwo... Ah, Moment. Ah, fies. Das war knapp. So, komm mal her. Irgendwo hier muss es doch noch ein... Ja, muss ich ja noch irgendwo den... Ha! Sie sehen so dieses Ding, aber sie sehen mich nicht. Ja, da. So, man möge bitte auf mich ballern. Ja. Ach, geht doch so. Wunderbar. Geschafft. Dann ab ins Ziel. Schnell. Ganz schnell ins Ziel. Also auch, wie es mir das weggeballert wird, dann hat man verkackt. Aber ich hab's geschafft. So liebe ich das. Und der Toad-Stempel. Ja, es werden immer mehr. Und es werden natürlich auch immer mehr Grünsteine. 137 schon. Und endlich das Schloss. Hat ganz schön lange gedauert diesmal. So, was haben wir denn jetzt hier? König Klonks Castle. König Klonk? Wer war das nochmal? Ah, wir werden es sehen. Ah, der Level hat wieder diese geile Musik. Ah, ich weiß schon, welcher Boss das hier war. Seht mal, hier sind diese fiesen Stachelrahmen, die sich aufstellen und umkippen. Muss man halt auch aufpassen. Und dann könnt ihr euch bestimmt schon denken, wie der Boss hier aussieht. Der ist eigentlich, wenn man es weiß und wenn man aufpasst, total einfach zu besiegen. Oh, Katzenblöckchen. Werde ich hier scheinbar wieder brauchen. Ist hier oben schon mal was? Nö, ist zu hoch. So, ich muss nur aufpassen. Und, oh, Football Chuck. Ich spiele doch gar kein Football ab. Ah, aber hier oben muss ich dann hin. Schon vorsichtig. Das Gute hier ist nix. Achso. So, oh, Vorsicht! Attacke! Hat er mal voll vergessen, ihr Spinner. So, disqualifiziert. Rote Karte! Obwohl, rote Karte gibt's doch nur beim Fußball, aber nicht beim Football. Finde ich eh komisch. Ich meine, wenn man von Football spricht, dann meine ich persönlich jedenfalls American Football und nicht Fußball, weil das heißt ja auf Englisch eigentlich Soccer. So. Und deswegen... Muss ich mich jetzt hier mal beeilen. Ach, das war knapp. Das war gerade echt knapp. So, Moment. Der Grundstein verschwindet ja zum Glück nicht. Ich dachte schon. Okay, ersten Grundstein habe ich schon mal. Ich hoffe, der Stempel kommt erst später. So, zwischengespeichert. Oh ja, hier müssen wir wieder aufpassen. Wie gesagt, die kippen sich immer auf. Natürlich kann man noch durchspringen. Das muss man eigentlich eh öfters mal machen. So. Hier auch wieder. Okay. Bisher läuft es ja noch ganz gut. Ach du meine Güte, Hilfe! Hilfe! So. Am besten gleich mal. Ich wollte ihn eigentlich runterschubsen, aber. So, hier. Ah, da ist der Stempel. Ich habe ihn entdeckt. Konnte sich nicht vor mir verbergen. So, aufpassen.
Ah, und da... Ha, seht ihr, da ist der Grünstein. Das ist zwar gerade runtergefallen, aber der kommt eh immer wieder. Das wäre sonst ein bisschen sehr gemein. Dann haust du mal ab, du Spacken. So. Stempel erwischt. Und jetzt Achtung. So, ich lasse nochmal den Typen noch vorbeirennen. Der Grünstein kommt eh immer wieder. Oh, wurdest du gerade blockiert von den Dingen? Aufgehalten? Das tut mir aber nicht leid. So, verpiss dich. So, und jetzt Achtung. Ha, und erwischt. So, letzter Grünstein fehlt noch. Oh, weia. Aufpassen. So, Achtung und springen und nein! Was war das denn? Das war jetzt gerade nicht so toll. Ja. Okay. Ich hoffe nicht, dass der jetzt hier irgendwo war. Ich gucke nur noch mal ganz kurz. Hier oben. Ah, doch, tatsächlich. Als hätte ich es nicht gewusst. Anstatt, dass ich hier gleich in die Box rein? Nö. Grünstein einsammeln. So, und jetzt bin ich gespannt. Oder besser gesagt, ihr seid gespannt. Ich weiß ja, wie der Typ aussieht. Ihr nicht? Ihr seid ja, ihr habt das Spiel auch gespielt. Dann natürlich schon. Wie der aussieht. So, Achtung. Zack, draufspringen. Und genau so besiegt man ihn. Und oh, die Uhrzeit. Naja, egal. So, er macht hier gleich mal ein paar Plattformen kaputt und muss aufpassen, wo er landet und dann einfach, zack, auf seinen Rücken springen. Und braucht nicht mal eine Stampfattacke machen. So. Bumm. Jetzt Vorsicht. Und zack, tschüss. Und das war's. Voll einfach. So, noch schnell ein bisschen Geld einsammeln. Dafür reicht die Zeit ja noch. Vor allem, man bekommt ja immer so eine 100-Sekunden-Uhr, wenn man den Boss besiegt hat. Und zwar hier. Ah, schon besser. Na bitte, Leute, damit wäre auch die fünfte Welt komplett, indem ich jetzt hier die lilahaarige Sprixie-Prinzessin rette. Und dann geht es ab in die sechste Welt. Ja, die nächste Röhre führt mich ja nach oben. Okay, erstmal Karte. So, Statistik. Fortschritt, alles wieder mal geschafft. Wie gesagt, den Rest mit denen, dass ich die Level dann nochmal machen muss mit den anderen, das mache ich ja wie gesagt offscreen, weil das sonst wirklich zu lange dauert. Aber ansonsten ist die Welt 5 auch mal wieder komplett und das heißt, es geht jetzt ab in die sechste Welt. Macht euch bereit. Denn es geht nach oben. Ja, natürlich darf auch eine Wolkenwelt in einem Mario-Game hier nicht fehlen. Und, oh, Moment mal, was haben wir hier? Das sieht wieder verdächtig aus. Zack! Wo komme ich da hin? Ah! Okay. Welt 6b, das dritte versteckte Feuerbruder. Ach komm, das mache ich sogar noch schnell für euch, ausnahmsweise mal. Das geht ja eh ganz rasch. So, oh, diesmal sind aber auch Bumerang-Brüder dabei und normale Hammer-Brüder. Muss schon ein bisschen mehr aufpassen. Ey, wie kannst du nur mit Hämmern werfen, ey? Du könntest jemandem wehtun. Obwohl, mit Bumerang kann man auch jemanden wehtun. Und das war's auch schon. So. Woo!
Okay, Leute, das habe ich mir gedacht, das mache ich ausnahmsweise mal schnell noch für euch in diesem Part, aber jetzt ist Schluss. Und im nächsten geht es dann erst so richtig los mit Welt 6. Kurz noch gucken, wie viele Level gibt's hier? Oh, na hier gibt's erstmal viele Level. Holy shit. 7 reguläre Level, einen Panzerlevel, dann noch eine Level A, B haben wir schon gemacht, Level C und wieder ein Rätselhaus mit 5 Grünsteinen und dann noch so ein kleines Häuschen mit einem Stempel. Also da wartet eine Menge auf mich, das ich machen muss. Also muss ich sehr viel tun. Aber okay. Dann sehen wir hier. Auch nochmal eine Röhre, bin ich von der? Von der bin ich jetzt aber nicht gekommen. Ich bin von derer gekommen. Okay, das heißt, können wir mal gucken, wo führt mich die eigentlich hin? Ach, die führt mich hier hoch. Okay, gut. Dann, ich hole mir noch ganz schnell den Stempel auch. Aber dann beende ich den Part auf jeden Fall. So. Das wollte ich jetzt auch noch schnell machen, das ging ja auch ganz fix. Aber jetzt ist wirklich Schluss. Und im nächsten Part beginnen wir dann mit dem ersten regulären Level der 6. Welt mit dem Namen Reise per Glasrohrpost. Na, dürfte schon mal freuen. Danke bitte fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Super Mario 3D World. Tschüssi!